Alter Schwede, ich renne hier die ganze Zeit um die Karre. Ich schlage vor, ihr guckt es euch auch mal näher an. Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück. Und es ist immer noch kalt. Irgendwer hat die Temperatur immer noch nicht hochgedreht. Ich freue mich. Schön, dass ihr da seid erstmal. Ich hoffe, das letzte Fahrschulvideo hat euch gefallen. Also unsere Fahrschulpräsentationsvideo. Du weißt, was ich meine. Jetzt holen wir unseren ID.Buzz ab. Der ist beim Daniel von Checkmack. Und die haben das Ding foliert. Ich freue mich. Ich hoffe, der sieht so gut aus, wie wir uns das vorstellen. Lass uns nicht lange schnacken. Komm, wir gehen rein und gucken, was der Daniel macht. Ah, man kann hier auch mit Girocard zahlen. Sehr gut. Da, da, da. Ein schönes Auto. Habt ihr die Farbe gesehen? Also da kriege ich direkt wieder Bock, Zähne zu putzen. Ja, muss man natürlich auch wollen, aber jetzt gucken wir erstmal, was der Daniel macht. Da, 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 da. Ja, servus. Daniel, servus. Hi, schön, dich zu sehen. Grüß dich, ne? Du bist hier fleißig. Ja. Ich habe gesehen, das dampft hier. Was ist das? Das ist Dampfreiniger. Der muss gerade wieder so ein bisschen auf Temperatur kommen. Ja gut, aber muss ich auch. Ich komme von draußen. Draußen genau so, ja. Wärm dich auf. Willst du einen Kaffee haben oder sowas? Ah, nee, dann drehe ich. Das ist, dann drehst du am Rad? Ja, ja. Okay, okay. Ich bin so schon relativ aktiv. Ja, hast du gesehen? Schon? Ich wollte nur zu dir. Das ist eigentlich alles. Okay. Und jetzt habe ich den Fokus quasi hier drauf und wollte sagen, wo sind wir? Wo ist er? Was machen wir? Wo steht er? Wo sind wir überhaupt? Ja. Ja, also herzlich willkommen bei Checkmat. Ja. Weißt du doch schon. Ja, aber wir sind in Dortmund auch, ne? Also nur, dass ihr es wisst. Genau. Also Daniel ist in Dortmund. Ich kann ja ein bisschen erklären, was hier so los ist. Oder das ist eine gute Idee. Ja? Ja. Also, wir folieren Fahrzeuge, machen sehr viel Steinschlagschutzfolie. Also das heißt zum Beispiel hier so ein Frontpaket bei einem Porsche, Kotflügel, Motorhaube, Stoßstange, sowas. Ihr macht das auch bei relativ hochpreisigen Fahrzeugen. Ne? Ja. Ich sag mal, bei einem Golf 3 lohnt sich's noch nicht. Lohnt sich nicht. Es kommt halt dann immer drauf an. Es kostet ja auch ein bisschen was. Ja, ja. Und von der Serie her lohnt sich das nicht in jedem Fall. Oder so ein Lamborghini hier vorne. Ne? Da machen wir auch schon mal gerne eine Vollfolierung. Ist der auch vollfoliert? Der ist vollfoliert in matt jetzt. Beziehungsweise, da sind wir jetzt im Moment noch dran. Muss noch aufbereitet werden. Ja. Was hat der für eine Originalfarbe gehabt? Der hat schwarz-matt als Originalfarbe. Ja. Aber du weißt ja, matter Lack ist extrem empfindlich. Ja, empfindlich. Ne? Da ist ja Waschanlage sowieso tabu. Und hier kommt mal ein Kratzer rein. Du müsstest einen Teil nachlackieren. Dann sagt Lambo, nee, machen wir nicht. Ja, ja. Nur die ganze Seite oder komplettes Auto. Also so schwierig ist es auch, diesen genauen Mattton zu treffen. Ja. Und deswegen lieber Schutzfolie drauf und dann hast du das Ding auf jeden Fall richtig schön eingepackt. Wahnsinnig schönes Auto auch, ne? Ja, voll. Geil. Und ihr macht dafür Steinschlagschutz? Ja, also nicht nur Steinschlagschutz, wir machen jetzt auch hier vorne an dem PLE beispielsweise, machen wir jetzt gerade super Gloss Khaki Matt, glänzend. Wenn du von der Seite guckst, da ist schon fertig, relativ. Ist im Moment so ein bisschen Trendfarbe, ne? Alles, was so ein bisschen Richtung Army-Farbe geht und so. Ist das pastellmäßig? Geht schon Richtung Pastell, ja. Tatsächlich. Crazy. Alles so Abwandlungen von Grau, ne? Du weißt ja, so Nardo-Grau ist ja so ein bisschen angesagt. Die fingen ja alle erst an mit diesem Mausgrau, Kreidefarben. Kreide und dann, ja, ja. Aber das finde ich ganz geil mit den schwarzen Akzenten. Geil. Wollen wir dein Auto anschauen? Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, komm, dann gehen wir mal raus. Ich folge dir unauffällig. Ja. Let's go. Was sind das für Zahlen hier? 1, 6, 5, 1, 10? Das ist die TÜV-Folge. Ja, selber drauf kommen können. Ist ja 10 Zylinder, ist ja muss klar. Muss man wissen. Aha. Als Praktikant. Ja, so. Naja. Hallo. Moinsen. Servus. Hallo. Ja, da ist das gute Stück. Was sagst du? Schick. Also was schick, natürlich schick. Immer so ein bisschen... Da habt ihr euch aber, glaube ich, auch... Hier musstet ihr viel schnitzen, oder? Das ist echt ein bisschen was anderes, ne? Aber es ist geil geworden. Aber ich finde es auch gut, ne? Also diese weißen Akzente drin finde ich richtig gut. Ja. Kann man so lassen. Alter Schwede, ich renne hier die ganze Zeit um die Karre. Ich schlage vor, ihr guckt es euch auch mal näher an. Ja, willkommen zurück. Krasse Karre, oder? Gab es irgendwas besonders Schwieriges hier an dem Auto? Oder kannst du uns ein paar Sachen zu der Folie sagen? Hier vorne den Grill, ne? Ja, das sieht man ja
Ja, gut, das ganz offensichtlich, dass das nicht so, in zwei Sekunden entstanden ist. Also das einzeln auszuschneiden, das ist schon, leid, das ist schon eine Arbeit, die macht man nicht so jeden Tag. Ja. Ansonsten haben wir, finde ich, dieses schöne... Das sieht ja geil aus. Was ist das? Das ist so Perlmutt-Glitzer, genau. Das ist so, das so eine sieht ja ganz geil aus. Glitzerfolie. Das Design ist ja auch mit so auf eurem Mist gewachsen, ne? Also fand, ja, so fand ich mega. Haben wir ja nicht so viel geändert, aber ich fand es auch so richtig gut. Der Bus polarisiert an sich schon, aber jetzt mit diesem auffälligen Design noch. Und mit schwarz, matt und weiß sieht schon geil aus. Und hinten das auch mit diesem Smiley finde ich richtig gut. Ist das einfaches Schwarz-Matt oder ist das so ein... Das ist tatsächlich Seidenmatt-Schwarz. Ja, ne? Das ist so leichter, also leicht speckig. Bei dem normalen Matt-Schwarz hast du ja so matt, ist aber auch empfindlicher. Ne? Dieses Seidenmatt-Schwarz ist einfach einfacher robuster zu pflegen. Ja, okay, das ist gut. Das ist wichtig, weil ich will ja auch nicht da jeden Tag da rumpolieren. Ja. Geil. Ja, das ist auch in diesem Perlmutt, ne? Geil. Finde ich schön. Sieht man natürlich jetzt bei dem Wetter jetzt nicht unbedingt, aber wenn die Sonne drauf knallt, hast du halt natürlich den Effekt noch, dass es halt richtig schön rauskommt, dieser Perlmutt-Effekt. Dieses Metallic quasi da drin. Das poppt ja an sich halt richtig gut raus, ist ja auf mattem Hintergrund und das ist ja glänzend. Also das wird richtig, richtig gut wirken. Nachts auf jeden Fall und tagsüber, wenn die Sonne scheint, mega. Ja, leider scheint hier jetzt heute ist gerade nicht so das Wetter dafür. Ne? Ja, hätte ich mal meinen eigenen Planeten, würde ich mein eigenes Wetter machen. Nächste Mal. Geil, freue ich mich. Da werden sich Anni und die Mädels aus dem Büro mit Sicherheit auch freuen. Eine richtig schöne Karre, richtig schön. Wir hatten den vorher ja in so einem zweifarbig, irgendwie sowas. Das war auch schon cool, aber ganz ehrlich, bockt. War eine gute Idee. Ah, die Message fand ich auch geil, ne? Make love, not war. Das muss gesagt werden. Ja, ja. Ich finde, es passt auch zum Bulli, ne? Also, ja, voll. Wenn du dir diese 69 Hippie-Vans, so einen hätte ich auch gerne, aber die sind natürlich auch noch... Ja, Daniel, für die, die jetzt also ihr Auto noch nicht foliert haben, die einfach ein unifarbenes, ganz normales Auto fahren und sagen so, boah, ich würde das auch gerne haben. Wie läuft sowas ab? Also ist das, kommt das frisch so aus dem Drucker raus? Oder? Nein. Also das auch die Designs, macht ihr sowas auch? Machen wir auch. Also sowas kann man auch als kompletten Druck machen. Ja, das geht. Mhm. Aber wir haben ja hier den besonderen Effekt, dass wir hier einmal als Untergrundfarbe das Seidenmatt schwarz haben. Und dann haben wir im Prinzip geplottet. Also wir haben Plotter, da jagen wir das praktisch durch. Und dann haben wir in glänzend in diesem Permutt, glänzend sozusagen das hier aufgesetzt und dadurch poppt das aus dem Seidenmatt schwarz raus. Ah, okay. Ja? Erst wird matt schwarz foliert und dann kommt das Weiß sozusagen da noch oben drauf. Und das hast du dann jetzt aber auch alles hier so abgekratzt, ausgekratzt oder wie kann ich das? Ja, das läuft durch eine Maschine, also das ist ein Programm. Und okay. Aus. Ich weiß, dass du, weil ich hatte damals, das ist aber schon 20 Jahre her, hatte ich so einen Online-Shop, da habe ich Aufkleber vertickt und da hatte ich so einen Mini-Plotter und musste immer selber das mit so einer Prickelnadel ausprickeln. Ja, ja, genau. So Lake, prickeln. Ja, ja. Lake, Übertragung. Und dann mit der Übertragungsfolie kommt es dann praktisch das da drauf. Ich habe ja das Glück, ich bin ja genetisch kreativ, aber es gibt ja auch Leute, die sagen so, boah, ich hätte gerne was Geiles, aber gar keine Idee. Ihr macht quasi Designs für oder? Wir machen Designs, fertige Designs. Ihr braucht mit einer Idee einfach nur kommen, sagen, ich möchte mein Auto komplett in dem und dem Thema haben, mit der und der Werbung drauf, die integrieren wir dann mit. Wir machen zum Beispiel auch für Red Bull die ganzen Kühlschränke, die Sonderfarben haben. Die kommen dann zu uns und sagen, wir wollen praktisch für einen bestimmten Club, wollen wir einen Kühlschrank haben mit Bubble in Pink oder irgend sowas und dann machen wir dann halt irgendwie was draus. Ja. Ich glaube, ihr habt auch einen ganz verrückten Smart, oder? Der steht hier auch irgendwo. Der ist auch ziemlich bunt, wenn ich mich richtig erinnere. Da. Gibt also nichts, was es nicht geht oder nicht gibt. Ja, das ist halt schon krass, ne? Die Besonderheit ist halt immer, diese Übergänge halt alle hinzukriegen, ne? Also das heißt, das eine passt dann ins andere. Das kannst du ja nicht in einem Stück alles anlegen. Das heißt, man macht dann halt eine Seite und die muss dann genau mit dem... Ja, weil du siehst ja hier, du hast quasi den Scheinwerfer in diesen Gelb-Sparkle-Sprühdosen-Effekt hier quasi eingebaut, ne? Da muss dir das genau hier mit passen. Und dadurch, dass die Folie ja noch gedehnt wird, muss man diese Dehnung auch mit einrechnen. Also ist jetzt nichts für den Hobbyfolierer, der sich aus dem Baumarkt zwei Aufkleber holt und sagt so, ja, ich kriege das auch hin. Also es sieht dann halt nicht ganz so aus. Ja, ne? Also klar, die Übergänge passen jetzt nicht so gut. Aber das ist halt das gut hinzukriegen, das ist halt das Handwerk dann. Ja. Ihr könnt gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, was ihr noch, also es ist ja nicht das letzte Auto, was wir folieren werden. Also wenn ihr irgendwas noch sehen wollt, was diese ganze Folierungsgeschichte angeht und sowas, dann könnt ihr auch gerne Daniel folgen. Auf Insta, Checkmatt Germany. Und, da und könnt auf YouTube. Könnt ihr uns einfach anschauen. YouTube bin ich jetzt nicht mehr so aktiv. Okay. Ja. Aber vielleicht kommt das ja wieder. Genau. Vielleicht haben wir ja was geplant. Klingt gut. Wir drehen jetzt die Heizung auf, dass uns wieder ein bisschen wärmer wird. Ja, und ich gehe wieder rein. Mir ist auch kalt. So machen wir es. Danke dir. Bis nächste Mal. Also, viel Spaß. Danke, ciao. Ciao. Boah. So, und wir flüchten jetzt in die Karre. Schlüssel wäre gut. Schlüssel. Den darf ich natürlich nicht vergessen. Das ist eine gute Idee. So, jetzt aber. Corrido. Mach's gut. Danke dir. So. Ja. Ah.
Das ist so schön, sogar der Sitz fährt der elektrisch. Was? Was? Ach, Scheibe runter. Ja, jetzt erinnere ich mich. Scheibe runter, das war's. Bis später. Tschüss. Get chipped like staccato, send a wave through the hood, now sounding like vibrato. Why you eat bread with avocado?